Moin, meine Freunde, ich habe ein Paket bekommen von Panini. Das hier, was da drin ist, das seht ihr nämlich jetzt. Alter Schwede! Ich darf euch nämlich erstmal mit Kooperation von Panini, danke für die freundliche Unterstützung. Da oben ist natürlich die Produktplatzierung angezeigt, unbezahlt. Ja, da sind sie auf jeden Fall. Einmal das Stickeralbum und zwei Stickerboxen. So, Stickeralbum, da passen 144 Sticker rein, 36 Spezialsticker und 50 Trading Cards. Kostet im Handel 2,95 €. Könnt ihr es kaufen seit dem 27.04.2018. Natürlich bei paninishop.com. Die Stickerboxen gibt es da auch zu kaufen. Die werde ich euch da ein bisschen näher zeigen. Die kosten 44,95 €. Wenn ihr das beides zum kauft, ist das Stickeralbum umsonst. Also habt ihr ein Ersparnis von 3 €. Wenn man überlegt, dass eine Stickertüte aber 1 € kostet, habt ihr über ein 5 € Ersparnis. Das Geile ist ja, ihr könnt euch das ja denken, was Panini mal eben hier gespringen lassen hat. Das sind mal über 90 €. Richtig geil. Dankeschön nochmal dafür. Das kann man sich nicht mehr bedanken, um euch das überhaupt zu zeigen. Meiner Community, Hashtag NerdSquad. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt für geilen Scheiß, ne, lasst es gerne mal da. Vielleicht kann man auch mal sowas hier auch mal verlosen. Aber erstmal würde ich das erstmal sagen. Wir zeigen das gleich. Ich packe das gleich aus. Das Heft an sich ist ein bisschen dünn. Aber ich finde es ganz gut, dass da nicht so viele Sticker reinpassen, weil das kann aufs Geld gehen. Und die Stickerboxen, ja, müssen wir dann mal gucken. So kann man selber auch für als andere Sachen nehmen, für eine Trading Card Box oder so, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen eine Nahaufnahme, ich kommentiere das, aber bevor wir das machen, mache ich mal kurz erstmal das hier auf. So, da habe ich mein Messer und wir machen erstmal die Hülle hier auf. Wobei, eigentlich kann man es auch abreißen. Ihr könnt jetzt nochmal sehen, da einmal Avengers steht hier drauf. Oder eher, das ist ja andere Sprachen. Da könnt ihr es nochmal besser sehen. Das sind die Avengers, die Stickerbox ist aus dünnen Pappe. Ihr könnt ja nochmal sehen, was die kosten. Einzeln die Stickertüten. Und nochmal so ein Code hier. Und oben nochmal. Also, wie gesagt, da sind 50 Stickertüten drinne. Gut. Und da ist sie offen. So, wie ihr sehen könnt, sind die alle hier drinne. Und ihr wisst, wer selber Sticker sammelt, das kann natürlich sehr ins Geld gehen. Das muss man ja mal sagen. Aber ich finde es eine gute Sache, dass da auch wirklich Trading Cards bei sind, Sticker und wie gesagt nicht so viele. Ich habe ja das gerade selber das Panini WM Sticker Album. Das ist wahnsinnig viele Sticker und das geht natürlich sehr ins Geld. Und wenn man überlegt, dass man sich vielleicht eine Box kauft und vielleicht alle Sticker hat, das wäre natürlich geil. So, ich hole jetzt mal jemand ein paar hier raus und zeige euch die gleich mal in der Nahaufnahme. Und erstmal eben vorher so, aber das wird gleich nochmal alles vernünftig nochmal in der Nahaufnahme gezeigt und kommentiert. So, da sind dann diese Sticker-Tüten, wie ihr sehen könnt, ganz klassisch hier mit den ganzen Superhelden aus Infinity War, Doctor Strange, Black Widow, Captain America und so weiter. Hinten ist natürlich dann nochmal Avengers und hier steht dann bestimmt irgendwo nochmal, was die kosten. Steht nicht, nee, okay, 2018, wie gesagt, sind die erst erschienen. Und ich mache mal eine Tüte vorher erstmal auf, bevor ich alle so aufmache und einklebe. Also alle werde ich nicht schaffen, weil das ist unmöglich. Aber ich denke mal, dass ich dann mal vielleicht mal ein paar oder so nochmal in die Boxen reinmache, ins Unboxing. Die Lootbox, die ihr ja gewinnen könnt beim 1000er Gewinnspiel, da packe ich dann mal wohl ein paar Tüten rein. Ne? Oder bei irgendwelchen Verlosungen behalte ich nochmal welche für euch. So, ich merke, die sind schon ziemlich fest durch die Trading Cards. Kann man ein bisschen fühlen. So, ich laber auch schon wieder Scheiße, ich weiß, ne, aber so, wir machen das mal jetzt hier auf. Und ich merke schon, da ist eine Karte drin. Oh. Aha, okay, gut. Das ist ein bisschen kleinere. Ah, das sind die Sticker. Okay. Also, das sind immer drinne 5, also 4 Sticker sind immer drinne. 4 Sticker, kann ich mir jetzt wohl so denken. Und immer eine Trading Card. Eine Trading Card und 4 Sticker sind natürlich 5 Karten. Ist ein teurer Spaß bei 5 Sachen für 1 €. Gut, wenn man überlegt, dass die Trading Cards Dinger, diese Trading Cards Packungen auch 1 € kosten von Marvel oder ich glaube das auch von Panini, kann man das abwägen. Aber sie sind ganz cool gemacht, wie ich jetzt hier gerade sehen kann. Das könnt ihr mal hier nochmal sehen. Das sind natürlich sehr, sag mal, so eine dicke Pappe. Und vorne ist dann halt immer so ein bisschen glänzend halt dieser Thanos jetzt hier drauf. Die Karte, ich weiß nicht, ob man das jetzt einfach so einstecken kann, vielleicht noch kämpfen kann. Hier hinten steht nochmal drauf, wer das natürlich ist. Feinde, also ein Feind, und welche Nummer. Panini natürlich. Und ja, finde ich coole Sache. Die gefallen mir schon sehr auf dem Artwork, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann sehe ich hier auch schon andere Sticker. Da sind die Sticker, die da drinne waren. Einmal das Poster, was es ja als gängigsten drinne war in den ganzen Filmen. News und auf den Filmseiten, wo man berichtet hat. Ja, dann seht ihr nochmal hier so Wakanda, ne, das ist jetzt Shuri und so weiter.
Hier sieht man nochmal einen abgeteilten Sticker. Rocket mit Thor. Und hier ist noch, Ant-Man and the Wasp. Wie ihr sehen könnt, sind da viele vertreten, was sehr cool ist, nicht, dass es nur um Infinity War geht. Also wird sich das ja wohl so sein, dass das ja ein bisschen länger gehen wird, das Sticker-Album. Finde ich sehr gut, weil dann hat man nicht so Drang, das alles sofort zu kaufen. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich ein Jahr laufen. Ich laber schon wieder viel zu viel. Ich würde sagen, wir packen jetzt mehr aus und kleben die ein. So, jetzt haben wir hier die Nahansicht, ne, mal ein bisschen anders hier halt, sonst geht das nicht anders. So, und hier haben wir das Sticker-Album. Und ich muss ja sagen, wie gesagt, das ist schon ein bisschen dünn für 2,95 €, aber ich finde, das muss ich jetzt auch nicht verstecken. Gut, ist jetzt geknickt, das kam jetzt durch den Versand, das muss man jetzt nicht bemängeln. Hinten ist dann halt diese Seite, da könnt ihr halt hier nochmal Figuren kaufen, das ist natürlich Werbung. Und wenn wir jetzt reingucken, da sehen wir, da sind schon zwei Sticker mit drinne. Und ihr habt dann hier einmal die Checkliste, was hier dann natürlich so ungefähr gibt. Und hier seht ihr natürlich dann so das Artwork. Also diese Infinity Trading Cards könnt ihr haben. Ihr seht, das ist eine Menge. Aber ich finde, das sind ja coole Sachen dabei. Und hier sind diese ganzen Sticker, die ihr einstickern könnt. Jetzt bin ich die Frage, kann man die Trading Cards überhaupt hier einkleben? Die kann man doch gar nicht ankleben, ne? Ja. Ach, hier sind auch nochmal Stickers. Guck mal, da sind nochmal Stickers und hinten ist auch nochmal, so bestellst du Sticker nach. Gut, per Internet, seht ihr, per Internet und per Albumcode. Da kriegst du sogar 10% Rabatt. Also hier seht ihr das. Da seht ihr das. Ungefähr diesen Code könnt ihr verwenden. Da kriegt ihr 10% auf die Bestellung. Habt ihr von mir und weiter geht's. So, wie gesagt, diese gerade Sticker sind hier nochmal drinne. Und ihr seht hier Infinity-Steine. Ganz cool gemacht auf jeden Fall vom Aufbau. 144 und dann halt diese 36 Sticker eigentlich. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt hier so aufgebaut ist. Das müsste ja eigentlich viel mehr sein. Aber irgendwie... Okay, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ich habe mir das auf jeden Fall auf der Seite nachgelesen. Und die Trading Cards kann man dann auf jeden Fall nicht da einkleben oder reinschieben, wie ihr das kennt. Ihr kennt das ja so, ihr könnt das ja reinschieben in diese, diese Halter oder so. Und dann find's ganz cool, hier auch sogar noch mit, wie man hier noch sehen kann, mit Fakten. Das haben sie ganz cool aufgebaut. Und das Coole ist auch noch, dass sie hier noch Tipps haben und Infos, wer das überhaupt ist. Hier mit Tony und Assistentin Pepper und Shield, Iron Man 2, dann halt Gottes Donners. Ah cool, das haben sie aufgebaut mit Thor, mit Captain America, The First Avenger, mit den Avengers. Also ihr seht das, die haben das schon sehr chronologisch aufgebaut. Avengers Age of Ultron, Ant-Man, sehr geil. Also das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Und das ist ja auch jetzt nicht so gelogen. Weil ich finde sowas cool. Da hat man ja so ein bisschen Infos und man kann sich das nochmal angucken. Und das geht vom Preis her. So Preis-Leistung ist auf jeden Fall gut. Vom Heft jetzt her, ne? Muss man mal gucken. Die Sticker von der Qualität habt ihr ja gesehen. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Wie gesagt, da nochmal der Thanos. Und ich würde sagen, gib mal die Sticker her, Finn. So, dann haben wir nochmal die Sticker. Nummer 4. Kommt dann hier vorne rein. Also wäre jetzt Nummer 4. Es würde jetzt so lange dauern, wenn ich es reinkleben würde. Weißt du, wo die Infinity-Steine sind? Wie sind sie in Thanos Besitz gelangt? Dieses Sticker-Album beantwortet diese und noch viele andere Fragen. Sammle alle Special-Sticker und Collage-Sticker. Fakten zum Marvel Cinematic Universe steht hier nochmal alles vorne. Ja, und das habe ich euch ja schon alles gerade erzählt. Finde ich eine coole Sache. Muss ich mal sagen, ist mal ein anderes Sticker-Album. Und wir packen jetzt mal ein paar mehr aus. Gut. Packen wir mal die Nummer 2 hier auf. Ne? Das ist auf jeden Fall, mal gucken, was hier drin ist, dass ich euch mal ein bisschen ein paar zeige. Das Video soll jetzt ja nicht mega lang werden. Oh, da fällt schon mal raus, da ist Shuri. Gut, da sehen wir die Sticker. Wer ist denn das? Das ist ein Chitauri, ne? Das ist ein Chitauri. Steht auch nicht drauf, was das hier ist. Oder was ist das? Ah nee, das sind diese neuen. Das sind diese Outriders oder so, wie die heißen. Dann haben wir, ach, da steht immer drauf, Vengadores. Okay, dann einmal hier, natürlich, Tony Stark mit Iron Patriot. Dann hier einmal Star-Lord im Zweierpack, das ist dieses Special-Sticker. Die sehen ganz cool aus, so Metallic-Look. Und einmal hier Civil War. Dann packt mein Sohn gerade hier noch ein bisschen mehr aus. Da sieht man ja Thor, ich finde die sehr nice. Also die Trading Cards sind sehr schön. Muss man mal ja so sagen. Ist natürlich sehr was auch für Sammler, für Kinder eher ja, weniger. Das ist ja das Sticker-Album, aber ich finde es schon sehr cool. Ja.
So, kommen wir mal zum Fazit des Sticker-Albums, des Sticker-Hefts und der ganzen Sticker. Ihr seht ja, wir haben ja hier fleißig gestickert, hier ist alles voll. Das werde ich gleich noch weiter alles einstickern. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich geil, das Heft. Und kann das eigentlich so weit auf jeden Fall schon mal empfehlen. Nicht, weil ich das auch gratis bekomme, aber keine Ahnung, ihr wisst, da scheiß ich drauf. Aber ich muss sagen, da Panini eine tolle Sache, toll auch nachgedacht mit Fakten, mit Infos, mit coolen drei Sachen. Nicht nur Sticker, Trading Cards, Spezialsticker, Collagen, alles gibt es hier zu stickern und eins zu sammeln. Und das finde ich eine coole Sache, wenn der Preis so ein bisschen Preis-Leistung ist, sag ich mal, ist schon ein bisschen gehobener Klasse. Dafür gibt es aber nicht so viele Sticker. Also ihr müsst keine 1000 Sticker sammeln wie anderen Sticker-Alben. Und das Sticker-Album an sich ist natürlich ein bisschen dünn, das muss ich ein bisschen bemängeln. Ansonsten der dritte, der Inhalt ist schon cool, aber das hätte vielleicht dicker sein können, weil wenn man das in Gebrauch hat, kann das schon mal ein bisschen, sag ich mal, abnutzen. Das ist natürlich sehr schade, weil ihr wisst, das kostet ja schon wirklich eine Menge Geld, wenn man das voll hat. Aber man kann sich auch Sticker auch kaufen, man muss das ja nicht haben. Man kann sich einfach auch nur die Trading Cards sammeln, was aber Blödsinn wäre, wenn man das nicht hat. Ne? So, ich würde sagen, es ist wirklich eine, wenn ich es bewerten würde, eine 8 von 10. Ich finde es cool, eine coole Sache. Deswegen habe ich das auch geordert, um euch das mal zu zeigen, weil ich habe mir schon fast gedacht. Erstmal als Fan, so wie ich das ja auch bin, finde ich das auch eine sehr coole Sache. Ich muss das natürlich jetzt nicht mehr so kaufen, ich weiß. Aber trotzdem eine geile Sache. Finde ich cooles Heft, weil wir haben schon öfter Sachen gestickert, sei es Ninjago, sei es Nexonikes, wir haben jetzt das Panini Werbensticker-Album. Ich finde, die stinken gegen das ganz schön ab, weil, wie gesagt, das hat einfach mehr Infos, mehr, sag mal, abwechslungsreich ist das einfach. Was sagt ihr denn dazu? Auf jeden Fall, bevor ich noch weiter hier sülze und labere und sage, wie toll das Heft ist, was ja auch so ist, ne? Das ist wirklich jetzt kein Blödsinn, lasst ein Abo da! Vergesst nicht das Gewinnspiel auf 1000 mit einem Teil der Nerd Squad. Hashtag Nerd Squad. Ne, guckt meine anderen Videos an zu Marvel, Infinity War, Deadpool 2 und so weiter. Guckt auf meine Comic Reviews. Wirklich. Panini macht Spaß, muss ich einfach sagen. Ich mache gerne was mit denen, weil die Leistung ist da und die haben wirklich auch die hochwertige Leistung. Der Preis ist meistens gerechtfertigt und ich mache es einfach auch Spaß, mit denen was zu machen. Also ich habe mir auch davor auch welche gekauft. Gut. Ich würde sagen, ich bin raus, ich habe euch das gezeigt. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr das euch kaufen werdet. Ich werde den Link reinpacken alles. Vielleicht geht ihr mal darauf, kauft da mal eine Sache, weiß ich was, ne? Macht noch was in den Tag und so weiter. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!